Also wir haben unterschiedliche Plattformen, die eingesetzt werden, um Rettungskräfte auszubilden, zu trainieren. Sogenannte immersive Lern- und Trainingsumgebungen, das heißt mit Hilfe von Virtual- und Augmented Reality-Technologien können wir komplette Katastrophenszenarien nachstellen. Mit Hilfe von Serious Gaming-Technologien, beispielsweise die unterschiedliche Lageerkundung für ein Katastrophenszenario einer Führungskraft beizubringen. Auf der anderen Seite haben wir sogenannte Mixed Reality Lernplattformen, auf denen jetzt die tradierten Ausbildungsbereiche für eine Rettungskraft, beispielsweise der Maschinistenlehrgang für Feuerwehren, komplett über diese Mixed Reality Lernplattform vermittelt werden kann. Diese Plattform bietet die Möglichkeit, dass Rettungskräfte mobil lernen können. Das heißt, die Lerninhalte sind beispielsweise auf Smartphones, auf Tablets abrufbar. Es sind unterschiedliche Medien, die dort eingesetzt werden können, von Lernfilmen, 360-Grad-Lernfilmen, bis hin dann eben auch zu Virtual Reality Lernmodulen an den Stellen, wo es sehr komplex wird. Und das trägt dazu bei, dass jetzt beispielsweise die Art der Wissensvermittlung in den Trainings auf eine ganz neue Art und Weise stattfinden kann und dadurch natürlich auch die jüngere Generation anspricht. Also wir haben zum einen in den Serious Gaming-Szenarien, wo beispielsweise eben jetzt Flugzeugabstürze, Hochhausbrände mit den entsprechenden Interaktionen bei solch einem Einsatz dann dargestellt werden und trainiert werden. Das sind teilweise eben sehr chaotische Szenarien, wo mit Hilfe von KI unterschiedliche Handlungsstränge dann abgebildet werden können. Das sind teilweise dann Erfahrungswerte, Daten, die von Realkatastrophen übernommen wurden. Auf der anderen Seite, auf unserer Mixed Reality Lernplattform sind wir dabei, sogenannte Learning Analytics zu integrieren. Das heißt, der Lernende erhält einen personifizierten Lernpfad, entsprechend seines Lerntempos, seiner Lernart. Und das System erkennt jetzt beispielsweise, wo jetzt auch Defizite sind. Und so kann KI gestützt auch eine individuelle Lernempfehlung dann abgegeben werden. Also man muss auf der einen Seite betrachten, dass viele Trainings in Katastrophenszenarien real gar nicht übbar sind. Wenn Sie sich vorstellen, jetzt kontaminierte Gebäude, die nicht betreten werden können, oder auf der anderen Seite große Katastrophenlagen, die können Sie nicht einfach real nachstellen. Das heißt, es bringt hier letztendlich eben Erfahrungswerte, wo ich mich komplett in der virtuellen Umgebung hier entsprechend dann in das Szenario hineinversetzen kann und dadurch natürlich die schlimme Realität, die durchaus real ist, auch vorwegnehmen kann. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, was jetzt zukünftig eben mit Hilfe von KI oder auch Deep Learning erreicht werden kann, wenn jetzt beispielsweise humanoide Rettungsroboter mit entsprechender Intelligenz und KI eingesetzt werden können, um beispielsweise dann auch verletzte Personen oder auch tote Personen zu bergen. Dinge, wo es schwierig ist, letztendlich eben Menschen in diese Szenarien hineinzuschicken, dann ist ein echter Nutzen vorhanden. Und wenn man weiterdenkt und über eben Deep Learning Mechanismen sich dann diese beispielsweise humanoiden Rettungsroboter dann auch auf Szenarien einzustellen, die wir heute noch gar nicht kennen, dann ist ein echter Mehrwert und eine Hilfe für die Rettungskräfte, die hier im Einsatz sind, und auf der anderen Seite natürlich auch Hilfe für uns für nicht vorhersehbare Katastrophensituationen.